Hallo, guten Tag. Wir sind wieder da und haben uns erholt von diesen Ameisen. Earth Defense Force, war großartig, Eddie, ne? Fange ich schon wieder davon an. Wir haben jetzt gerade alles geblitzdingst. Wir haben tatsächlich alles geblitzdingst, ja. Jetzt kommen wir erstmal, eigentlich kommen wir jetzt zu unseren News, aber bevor wir den Trainer der News einfahren lassen, kommen wir lieber zu einem kleinen Minispiel, was aber so ein bisschen auch News ist. Nee, lass uns doch diesen Trainer machen, bitte. Einmal den Trainer für die News, weil das professioneller wirkt. Und man darf auch Fan, das darf man nicht reden. Sagen. Kannst du nicht einfach. Das habe ich bisher immer gemacht. Ja, hier, against the system. Hannes, kannst du nochmal so ein Ding machen, wo der Buddy jetzt nicht reinredet? Danke. Der Hannes, ne? Der kann es. Das ist krass. Ja. Der Hannes. Ich mich. So, wir spielen Maverick Bird. Kurz zu Maverick Bird. Ach, sag News das doch gleich. Dahinter. Alles klar. Ja, alles klar. Jetzt freust du dich Maverick wieder. Maverick ne? Bird. Maverick Birds. Dazu kann man sagen, das kommt von dem Kollegen, der wie produziert hat. So ein super geiler, netter Jump'n'Run, der unglaublich hart und unglaublich schwer ist. Aller Super Meat Boy so ungefähr mit einem geilen Stil. Und der war auch für Super Hexagon zuständig. Und der hat sich von Flappy Birds oder vielleicht auch von Flappy Eddie inspirieren lassen und mit Maverick Bird ein ähnliches Spiel kreiert. Ey, ich knack ja nur gerade meine Highscore, ne? Echt jetzt? 13. Ah! Das ist so schlecht. Können wir mal ganz kurz reingehen und das spielen wir jetzt einfach mal schnell. Vielleicht können wir ganz so kurz, mein Bildschirm ist gerade rot, ja. Können wir oben rechts mal kurz die 16 zeigen und dann gehen wir mal kurz auf blau und schauen mal da in die rechte obere Ecke. Oha! Ja, das bin ich. Oha! Ja, so was ist das gleichzeitig denn? Oder was? Was heißt denn 16 auf Schweizerisch? Sechze! Und 13? Trize! Und was heißt Trizeps? Aha. Ja, es wird schwierig, 13 Trizeps. Wenn du mal einer 13-jährigen Trizeps. Ach, vergiss es. So. So, spielen wir das ganz kurz in der Parallel oder was? So. Wer zuerst 20 hat. So und so. Das geht. Und wir machen nicht vorher Schluss, ich sag's gleich. Echt? Also tatsächlich ist das eher unser Spiel der Woche irgendwie. Entschuldigung. Oh, ich bin nicht mehr hochgekommen. Wie viel hast du jetzt schon? Psst. Mann! Es ist wirklich zum Kotzen. Das ist, kann man an der Stelle sagen, tatsächlich eher so der Geheimnis. Nein, da oben! Spiel der Woche. Das ist wirklich sehr gut. Oh. Das macht sehr viel Spaß. Das ruckelt doch hier, das läuft doch nicht flüssig. Ah! Oh je. Nein! Eddie? Psst. Wie viel hast du? Ja, wir müssen auch reden. Die Leute wollen noch nicht. Nein! Was war's? 12. Ja, spielt es unbedingt. Wir haben noch nie Maverick 20 Bird geschafft. Und ne? Dann könnt ihr uns gerne auch wieder über den Hashtag oder über Facebook einfach mal euren Screenshot schicken und dann mal gucken. Derjenige, unser Raumschiff hat es auch immer gespielt. Weißt du, was sein Topscore war? Ich glaube 6 oder so, ne? Echt? Ja, ja. Der fliegt das Schiff hier. Der ist das Schiff. Nur weil du jetzt einmal hier ein bisschen was drauf hast. Ja, aber immerhin sagst du es selbst. Ich hab's halt ein bisschen drauf. Das reicht dir, ne? Ey, Eddie, 20. Ja, Mann. Ich knusper doch schon immer an der 20. Ja, genau. Ich kann eh nicht aufhören. Ich echt nicht, ne? Ich versuche es aber. Nein! Ich darf nicht reden. Du darfst nicht reden. Guck mal, ich versuche zu reden, während ich gleichzeitig spiele. Und wie läuft das für dich? Ja, ziemlich schlecht, muss man an der Stelle sagen. Aber das können die Leute ja auch jetzt parallel schon immer in der schiefe Turm, Tunnel meine ich nicht, Turm. Boah, ich, nee, reden ist auch echt nicht. Ja, scheiß auf StarCraft, wir spielen das jetzt die ganze Zeit. Okay, check it, 7. Ich kotze. Nein! Ey, das ist schlimmer als Doritos Crash Course. Ey, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Das ist scheiße, echt. Nein! Ja, ey, es ist so grausam. Diese kleinen, fiesen Spiele, wo man ganz genau weiß, dass man selber daran schuld ist, wenn man irgendwo gegenhaut. Nein! jetzt ist gerade der Wurm drin, ich muss kurz aufhören. Okay, weiter. Ich krieg's auf. Wenn man einmal aus dem Rhythmus ist, dann klappt's nicht mehr. Das ist auch eine Frage von Rhythmus. Und du weißt ja, ich kann sehr gut tanzen. Wie man auf diesem einen Bild sieht, ja. Nein, 15! Man muss sich so höllisch konzentrieren, ne? Mhm. Was? Jetzt lass mich mal einmal hier.
Oh, das ist aber auch eine fiese Kurve. Da, wie soll man denn da noch hochkommen? Also einmal konzentriert jetzt auch. Ey, diese 16 hat doch vorher der Hausmeister gespielt, als du nicht. Ich hab doch eben schon 15, was willst du denn, du Laberbacke? Mann, fliegt das Raumschiff, sonst landen wir noch in irgendeinem Asteroidenfeld. Übrigens, viele Leute fragen sich zu Recht, ja, wo sind eigentlich die Hübschen? Ja? Ja. Und da kann ich an der Stelle sagen, die haben so viele Anfragen gekriegt. Ja. Das ist unglaublich. Also es ist auch, die sind mittlerweile richtig teuer, die nennen sich mittlerweile die teuren. Ja, weil die so viele Anfragen kriegen. Das ist scheiße für euch, weil wir konnten sie uns diese Woche nicht leisten, aber es ist gut für mich, weil ich bin der Manager. Ja. Und aber die werden auf jeden Fall wiederkommen. Und dann werden sie noch hübscher. Super, die Aktion. So, komm jetzt. Nein. Ich kotze, echt. Ach, jetzt geht hier gar nichts mehr, ey. 4. Der Tunnel. Gemeistert. Oh, dann fall ich da runter. Komm jetzt. Oh. 5. Na, wie fies. Nein. Ich will jetzt auch einmal will ich wenigstens 16. Boah, wie gut das war von mir. Nein! Ich versuche einfach nur dich zu schlagen, weil dann ist der Rest des Abends wunderschön. Für alle Beteiligten. Es ist wirklich grausam. No! Oh. Ey, ich glaube, das ist auch so programmiert, dass man einfach nicht weiter kann. Also, dass da, weißt du, da kommt halt irgend so eine Konstruktion und die kannst du physikalisch nicht meistern. Flappy Bird hat wie viel gemacht nochmal? 55.000 pro Tag, ne? Ja, deshalb hat der Typ ja aufgehört, es war ihm zu viel Geld. Ja, der konnte wirklich nicht mehr, ne? Ja. Die Musik ist auch super gut. Geht überhaupt nicht auf den Sack. Niemanden bestimmt. So, Eddie, was denkst du? Ja, ich hab noch nicht 20 und du? Ziehen wir es echt durch? Bis ja, du kannst ja schon mal die News machen von mir. Gleich, einmal noch. Mach ich gleich. Schnell. Ich konnte! Einen letzten noch. Ey, wie nennt man eigentlich so eine Musik? Warte, ich sag's dir. Scheiße. Verstehst du? Ich wollte die Musikrichtung wissen, aber hab sie einfach beleidigt. Du bist so schlecht. Ey, man kann auch einfach nicht aufhören. Man kann einfach nicht aufhören. Oh. So, einen letzten noch. Jetzt reicht's. Komm, haben wir eigentlich schon mal die Spiel-URL gedingst? Ja, können wir immer machen, ne? Oh. So, die Musik war super. Ich bin ein bisschen ausgelaugt, ne? Guck mal, Eddie, dann kannst du jetzt erstmal weitermachen, ne? Oh. Und ich erzähle schon mal parallel ein paar andere Geschichten und wir können ja immer wieder auf dich hinaufgehen. Ja? Oder. Das ist schon spannend, so ein bisschen. Vor allen Dingen sieht Eddie lustig auch. Oh! Oh! Hast du das gesehen? War das drauf? Nein. Aber du hast gesehen, ne? Das war krass. Nee. Hast du es gesehen? Nein. Doch, du hast gesehen. Candy Jam, liebe Leute, das ist ein ganz wunderbares Thema. Das werde ich jetzt einfach schon mal ansprechen. Ja. Ed, du kannst noch ein bisschen weiterspielen und uns mit dieser wunderbaren Musik bedüdeln. Du, ich kann das beides. Was denn? Bei der Candy Jam. Ey, das wäre so krass. Aber ist nicht so. Die Candy Jam ist eine Zusammenkunft von verschiedenen Videospielentwicklern gewesen, die, das gibt so generell so VR-Jams, da kreieren sie zum Beispiel für die Oculus Rift, für Virtual-Reality-Spiele, dann treffen die sich alle an einem Wochenende und programmieren, was das Zeug hält. Und vielleicht habt ihr vor einigen Wochen die große Nachricht mitbekommen von Kings.com, den Candy Crush gehört, oder die Candy Crush Saga. Die haben Patentrechte auf den Namen Candy als auch auf Saga beansprucht und sind damit durchgekommen, was dann in der gesamten Videospielwelt für extreme Pyro gesorgt hat, weil das vollkommen für den Arsch ist, was die haben. Die haben den Arsch auf jeden Fall ziemlich weit offen, einfach nur, weil sie sehr viel Geld haben, das sie durch Candy Crush verdient haben. Und bei der Candy Jam wiederum, die gerade vor 30 Minuten und 30 Sekunden beendet wurde, so, das ging 48 Stunden und da hatten verschiedene Hobbyentwickler Zeit, Spiele zu entwickeln, mit dem ganz klaren Ziel, Spiele eben mit Candy oder mit Saga zu benennen. Und da können wir mal ganz kurz auf meinen Rechner gehen. Und das ist so eine Vorauswahl an Spielen, die halt dabei rausgekommen sind. Einige muss man runterladen, einige gibt es im Browser. Ich kann mal gucken hier bei Candy Biotics. Hoffentlich ist das eins. Oh. Ja, das ist ein Browser-Game. Das habe ich noch nicht gespielt jetzt an der Stelle. Ihr seid live dabei, wie ich das spiele. Bin ich mal selber gespannt.
Und die Aktion so oder so ist auf jeden Fall begrüßenswert, denn so etwas, was die Leute da machen mit Kings.com, das ist alles nicht cool, was da passiert. So, guck mal, jetzt bin ich so ein Hase und gehe hier irgendwie lang. So, und das hat irgendwer in 48 Stunden kreiert. So, ich soll ihm 5 Candies geben und okay, na gut, mache ich nicht. Das ist ein bisschen langweilig, das Spiel. Aber es geht ja auch nicht um die Spiele, sondern eher um... Ach, krass. Okay. Das scheint so ein Mini-RPG zu sein. Das finde ich ja schon wieder lustig. Ah! Das ist eine Toilette. Inventory, okay. Ich laufe einfach noch mal ein bisschen hier. Vielleicht wird das ja noch mega super. Da sind noch mehr Candies. Ja, aber ihr versteht, glaube ich, den Drill dahinter. Und das als News einfach nur. Es gibt da draußen zum Glück immer noch Leute, die ein Gegengewicht bilden zu dieser ganzen Kingstop.com-Idiotie mit Candy und Saga. Dass man keine Videospiele mehr rausbringen darf, die das Wort Saga oder Candy haben. Das ging ja so weit, dass zum Beispiel auch dieses wunderbare Spiel The Banner Saga im Prinzip auch angekratzt wurde. Haben die vom verklagt Markt oder was? Ja, hatten sie vor. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber hatten sie vor. Das ist zum Kotzen. Da wird man einfach nur sauer, wenn man so etwas mitbekommt. So, und der Kollege Eddie, hast du schon 20? Ja. Ja? Ich spiele jetzt auf 40. 20 war zu leicht. Wir sehen genau im Monitor im Hintergrund, dass das nicht stimmt. Oh, hier, toll, das erste ist Facebook. Du warst auch in der Schule so einer, ne, der nie abschreiben lassen hat. Schlimm. Oh, egal. Hier, erste Facewave. Stimmt ja gar nicht. Können wir mal ganz kurz hier von Brunhilde von Testicle, wunderbarer Name. Och Mann. Ey, Eddie, du solltest dir lange schwarze Haare machen lassen. Was ist denn da passiert? Ey, das sieht aber cool bei dir aus. Also das Sweatshirt meine ich. Nein, aber du siehst echt mit kurzen Haaren, da siehst du nicht so asiatisch aus. Wie soll ich das? Doch schon, aber ich weiß auch nicht, wie ich es formulieren soll, dass es nett klingt. Deshalb lasse ich es einfach. Besser ist, ne? Besser ist. Ja. Aber das ist lustig, wie nennt man dieses Face-Swapping? Ja. So heißt das, ne? Kennst du, ne? Kenn ich. Internet. Da, guck mal, ist ganz frisch reingekommen, Philipp Dolling. Ich habe es in meinem Augenwinkel gesehen. Hab ich mal schnell weggemacht. Hab ich ein Handtuch auf dem Kopf. Ja, stimmt, ne? Ja. Okay. Handtuch. Ja. Was haben wir noch? So, hier, guck mal, der Timbul von der Lead Crew, der sagt, du schaffst das, kannst du weiterspielen, ne? Okay. So, ja, vielleicht so ein kleines Mini-Ding noch nebenbei. Ach, hier, komm, nee, spiel mal ganz schnell ein anderes Spiel, was unglaublich viel Spaß macht. Lo-Fi Dick Game heißt das Spiel. Ich glaube, Dick auch Fight. Dort, Dick Fight. Da geht es, glaube ich, auch um Diskussionskultur. Und das können wir jetzt mal spielen. Eddie, bist du da? Moment, ich breche gerade meinen Rekord. 11. 14. 15. Nein! Nein! Und es war ein einfacher. Das gibt es nicht. Kaum geht die Scheißkamera auf mein Bild. Das ist doch verhext hier. Warte, ich bin schon wieder sehr gut. Okay. Weißt du, woran es lag, dass ich es nicht geschafft habe? Ja. Ich habe in meinem Kopf, ich habe die Score gesehen, 15, habe gesehen das nächste Hindernis und in meinem Kopf habe ich gedacht, ha, das ist ja easy. Ja, das war Problem. Der Grund und dann habe ich es unterschätzt. Gleich spielen wir auch nochmal, ich mache gleich weiter. So, was komm. Machen wir jetzt? Lo-Fi Dick Fight. Lo-Fi Dick Fight. Eine Runde, weil das viele Leute haben gesagt, das ist ein wahnsinnig lustiges Spiel. Wir wählen jetzt, willst du Peniswitze machen? Mir fällt nichts ein. War schon eine ziemliche Steilvorlage. Eine was? Eine Steilvorlage? Ich weiß, dass der Hannes in der Regie lacht, insofern reicht mir ja, das schon. Der lacht und kichert und hat ganz einen hochroten Kopf. Okay, mach mal weiter jetzt hier. Ja. Komm, mach komm. Mal. Ja, hier, komm. Small versus small. Man kann übrigens auch einen Modus spielen, wo man die Pimmel abschießen kann. Echt jetzt? Ja. Ja, dann will ich das lieber spielen. Es geht gar nicht. Doch, jetzt geht's. Ah, ich bin links. Ja, ich bin rechts. Ich bin der Grüne mit dem blauen Pimmel. So, und Ziel ist es, dass beide Pimmel abfallen. Haben wir jetzt beide runtergepimmelt? Ja, das ist ein Draw. 1-1 ist es jetzt. So, jetzt geht's gleich weiter. So, ist ein super Spiel, ne? Mhm. So, jetzt, warte mal. Was ist das? So ein bisschen wie Nidhogg. Ist das, Xbox One? Ja. Ja. Bam. Schon wieder. Mensch, das macht mir noch mehr Spaß als Earth Defense Force. Ja. Komm, so, mach mal den anderen Modus. Geh nochmal auf Start. Das ist nämlich lustiger. Ja, okay. Und dann kannst du da... Hast du dich schon viel mit dem Spiel beschäftigt, ja, ne? Ja, natürlich. Ja, und dann? Jetzt so durchswappen oder was? Nee, warte mal. Ja, warte. Weiter, 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 weiter. Da. Projectile Dicks. Okay. Okay, ready? Ja. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Peng! Ah, das ist ein Bumerang, Junge.
Peng! Macht gar keinen Sinn! Ja, was? Bam! Ja, das bringt ja nichts, man muss den anderen Pimmel treffen. Das ist alles so schlecht. Ich glaube, das ist von Peter Molyneux, das Spiel. Okay. Versuch dann würde ich sagen, wir können jetzt überlegen, ob wir noch Trailer zeigen. Ja. Oder ich noch ein bisschen Maverick überspiele. Ja, machen wir beide, glaube ich mal. Nein, wir gucken jetzt zu, denn unser Kollege Fabian Siegesmund, der war bei dem Titanfall Beta-Event. Titanfall sollte euch allen ein Begriff sein. Das ist eigentlich der ursprüngliche Hauptgrund. Im Gegensatz gewesen. Zu Fabian Siegesmund. Das war der ursprüngliche Grund, warum man sich Leute die Xbox One holen wollten, weil das eines der Exklusivtitel war, auf die sich alle Leute gefreut haben. Das wiederum ist jetzt in der offiziellen Beta am Start und Fabian Siegesmund war als Shooter-Experte auf jeden Fall bei einem Beta-Test vor Ort und da haben wir eine kleine Matz am Start. Die gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, bitteschön. Hallo nach Hamburg, ihr Raketenbohnen und Bohnen. Hier ist der Fabian aus München. Ich bin heute bei einem Preview-Event und da spielen wir Titanfall. Ich durfte leider nicht Tit-Anfall sagen, obwohl ich es sehr lustig fand, aber ich habe mir sagen lassen, es ist schon fünfmal heute gesagt worden. Also leider kein Tit-Anfall. Titanfall finde ich sehr spannend, ist auch eins der Spiele, was ich bei Battle Bros mal unbedingt spielen will. Und deshalb finde ich das cool, dass es heute hier diesen Event gibt. Das Spiel, bevor man es überhaupt kannte, hat auch schon ein bisschen für Aufregung gesorgt. Denn der eine oder andere mag sich erinnern, vor zwei, drei Jahren gab es einen großen Aufriss. Da sind die beiden Erfinder von Call of Duty bei Infinity Ward rausgeflogen oder ausgestiegen, haben furchtbar auf Activision geschimpft, haben gesagt, wir haben gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Wir machen jetzt unsere eigene Firma. Und daraus wurde dann Respawn Entertainment. Und das Spiel, was die dann gemacht haben, heißt Titanfall. Und das schauen wir jetzt mal an. Habe ich die ersten paar Runden gespielt. Man merkt dem Titanfall durchaus an, dass es von den Call of Duty-Machern kommt. Denn so ein paar der Animationen und wie auch der Gesamtlook, das kommt mir alles ein bisschen bekannt vor, ist aber nicht schlimm. Spiel ist auf jeden Fall sehr schnell und es fällt mir noch ein bisschen schwer zu erkennen, wer ist Freund und wer ist Feind. Und dann kommt noch dazu, dass neben den Spielern noch Bots mit dabei sind, die man so ein bisschen ins Spiel reinwirft zum Farmen und zum Hochleveln. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man so dieses Rauschgefühl hat, ja, jetzt habe ich schon wieder einen niedergestreckt, da schon wieder, super cool. Und nur ab und zu sind das wirklich echte Spieler. Das muss ich auch noch ein bisschen unterscheiden, gegen wen spiele ich denn da eigentlich gerade. Aber bislang habe ich sehr viel Spaß. Hey, your Titan will be ready in 60 seconds. Ich habe mittlerweile auch verstanden, wie man diese Titans einsetzt. Ich habe mir gedacht, ja gut, das sind halt so Kampfanzüge und mit denen läuft man dann rum. Nee, die können noch viel mehr. Die kann man abstellen als Wachleute oder ihnen sagen, lauft mir mal hinterher. Und wir haben gerade Hardpoint gespielt. Das ist so, wie heißt's? Ja, da muss man eben so Zonen erobern. Und das klassische Problem bei allen Domination-Spielen ist, dass das Team nicht versteht, dass man die Flaggen halten muss. Da habe ich einfach meinen Titan an eine dieser Flaggen hingestellt und gesagt, du machst jetzt hier Guard-Mode und dann hat er da einen Punkt 10 Minuten alleine gehalten, naja, vielleicht auch nur 5. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, das kenne ich so aus noch keinem Shooter. Das ist jetzt der letzte Modus, den wir heute hier spielen, nennt sich Last Titan Standing und ist wenig überraschend genau das. Es ist also im Prinzip Team Deathmatch mit Titans.
Was macht der? Ich weiß nicht wie, aber ich habe irgendwie gewonnen. Ach so, nee, ach, der hat sich... Ach, wie geil! Das ist auch so eine Sonderfähigkeit des Titans. Man kann mehrere auswählen, kann sich natürlich den Titan nach einer Weile, auch wenn man es freigeschaltet hat, individuell ausstatten. Und es gibt eine Fähigkeit, da explodiert das Ding eben in einem großen Feuerball, den wir eben gesehen haben. Das bringt natürlich nichts in Last Titan Standing, weil sobald du aussteigst, bist du ja kaputt. Aber im normalen Spiel, wenn du rausspringst und weißt, danach gibt es einen riesen Bums und du läufst einfach weg, ziemlich cool. Zwei Stunden Titanfall gespielt, ein bisschen ins Schwitzen gekommen, ist nämlich ein sehr schnelles, aber auch sehr spaßiges Spiel. Man merkt Titanfall durchaus an, dass es ein bisschen mit Call of Duty zusammenhängt, also diese verschiedenen Perks und so weiter, mit denen man sich hochlevelt. Das kennt man schon, aber das machen ja die Multiplayer-Shooter heute alle. Titanfall kriegt dadurch eben auch viel taktische Tiefe und das finde ich klasse. Apropos Tiefe, Höhe hat das Spiel nämlich auch, diese vertikalen Maps, die finde ich alle sehr spannend. Wenn ihr mal eine komplette Runde Titanfall sehen wollt, in meinem YouTube-Kanal Battle Bros, da gibt es ganze Runden und nicht nur Snippets. Könnt ihr euch da mal anschauen. Ansonsten Snippets ist ein gutes Stichwort. Ich schnippel mir jetzt hier ein bisschen was vom Nachtischbuffet ab und sage einen schönen Gruß nach Hamburg. Bis bald, euer Fabian. 20! Yes! Genau in der Sekunde! Bam! Danke, Fabian. Schönen Gruß zurück. Ich kotze. Entschuldige, Fabian. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Da, 2-0. Der Budi wollte euch nämlich gerade noch erzählen, wie er während des Beitrags die 18 erspielt hat. Oh, es ist grausam, ey. Es ist grausam. Es ist ja wirklich grausam. Ich hab diesen Moment schon, ich habe innerlich schon gejubelt. Das ist ja grausam. Ja, das sage ich noch bis zum Ende der Sendung, auf jeden Fall. Während wir StarCraft spielen. Ja, jetzt bist du gut drauf, ne? Jetzt bist du gut drauf, Arsch, ey. Ja, können wir das Thema Maverick Birds auch beenden, den Scheißspiel? Nee. Ja, lass mal, das ist ja echt so. Das ist alles, das ist wirklich so. Erzähl grausam. Doch mal, wie du die 18 erspielt hast. Das würde vielleicht viele auch interessieren. Die habe ich passiert, als ich auf die 20 gegangen bin. Ich will nicht mehr. Wie war das für dich so, als du 18 gemacht hast und gedacht hast, das ist gut? Es ist grausam. Hm? Wie war das so? Alles grausam, ich will das nicht, Eddie. Dein Domian. Was ist das denn? Ja, ein doofes Bild von dir. Hm? So leicht ist das für dich nämlich, weil du 20, ne, hast 20 geschafft. Ja. Ich hätte auch mehr machen können, aber ich dachte, ich habe ja gesagt, ich will 20. Ich werde ernsthaft versuchen, jetzt gleich nochmal auf deine 20 zu toppen. Ne? Aber ganz kurz ein paar Wörter zu Titanfall. Wir haben das bei uns in der Redaktion ja auch am Start und spielen auch kräftige Beta. Da machen wir für Game One zum Beispiel auch einen Beitrag zu. Und das, was ich gesehen habe, ich habe selber noch keine Sekunde gespielt, aber es sieht schon echt fucking schnell aus. Also hat man ja gerade auch bei Fabian gesehen. Ist schon ganz nett. Also ja, so viel kann man schon mal sagen. Das ist sehr... Tolles Spiel. Ungefähr so wie Earth Defense Force. Von welchem Spiel Maverick Bird? Earth Defense Force 2000 Maverick. Maverick. Nee, Titanfall ist auf jeden Fall ein Hit. Kommt ja raus für Xbox One und PC only, nicht für PlayStation 4. Ja. Kann Microsoft eventuell die Finger im Spiel haben. Meinst du, Microsoft hat da was gemacht? Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, so viel auf jeden Fall zu diesem Spiel. Kommt bald raus und da werdet ihr jetzt aber eh ganz, ganz viel tolles Material zu Titanfall endlich mitbekommen nach diesen großen E3-Snippets. Was man noch nicht spielen kann, was aber auch sehr viele Leute freuen sollte, das ist Bayonetta 2. Ja, die Hexe ist wieder da. Und es wird für uns persönlich sehr wahrscheinlich sehr schlimm werden, weil dazu müssen wir auch einen Fernsehbeitrag machen und das wird, glaube ich, das wird grausam, Bayonetta. Dann müssen wir auch schon bald dann machen, ne? Kommt doch bald. Ja, kommt bald, ja. Aber wenn ihr noch gar keinen Plan habt, was Bayonetta eigentlich bedeutet, der Trailer zu Bayonetta 2 wird auch ziemlich nicht. Viel erklären. Mhm. Der kommt hier, bitteschön. Das erklärt er gar nichts. Kommt zu Arsch. The Umbra Witches and the Lumen Sages, two clans that wielded incredible power just 500 years ago. The clans of the Overseer, watching over us all with the eyes of the world. The power to govern light and darkness. Did you miss me? You want to play with Bayonetta? This Overseer is the one who created the eyes of the world for humanity. The same ones that the clans held on to so hard. The Overseer was the true creator. The true god of the human realm. The god of chaos. The sacred mountain of Fimbulventer. The
joint supposed to be the link between Inferno and Paradiso? They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Huh? You can see me. Because we're both in Purgatorio. Purgatorio? You can't open the road to Fimbulventer without my powers. So, what do you say? Umbra Witch. Or shall I call you Bayonetta? Illumin Sage. Cheeky. No one bothered telling me any of your kind survived. Your impudence will cost you your life, witch. Oh, wie gemein. Das ist halt so scheiße, echt. Das ist so schlimm. Eddie, mach, moderier. Hi. Na? Da seid ihr ja wieder. Das war Bayonetta. Mensch, ich hab mich gerade echt, ich hab mir das angeguckt und dachte, hui, das ist ja ein tolles Spiel, dieses Bayonetta, oder? Was hat dir am besten gefallen? Bayonetta, am Trailer? Sehr gut. Die Farben? Ja. Die waren, ja. Da waren viele, ne? Nee, die hat kurze Haare. Ja, fanden, ganze Farbspektrum. Viele kurze Leute Haare. Finden die kurze Haare nicht mehr so cool. Finde ich auch nicht gut. Nee. Hatte sie vorher lange? Ja. Ja. Sehr lange. Die waren so lange, dass sie einen Raben aus ihren Haaren machen konnte. Mhm. Ja. Ja. Reden wir noch über Bayonetta? Nein. Gut, dann haben wir noch einen Trailer für euch. Stimmt doch, liebes Raumschiff, oder? Ja. Genau. Und das heißt nämlich Lords of the Fallen. Ja, und das ist tatsächlich etwas, wo du dich freuen solltest, oder? Da musst du jetzt auch ein bisschen zugucken, bitte. Ja, was sagen dazu. Ich bin mir ja noch nicht so hundertprozentig sicher. Wir können ja mal reinschauen. Es soll so ein bisschen Dark Souls-mäßig sein, sagen zumindest alle. Und es sieht auch so ein bisschen aus. Aber der geneigte Dark Souls-Profi, der sagt vielleicht, dass das doch sich entpuppt als ein eher actionorientierte Variante von Dark Souls. Wir schauen mal rein. Hier ist Gameplay-Material, glaube ich, ne? Genau. So. Hey guys, my name is Tomasz Gop. I'm an executive producer at CI Games, working on Lords of the Fallen. Das ist der Lords of the Fallen. Weiß man nicht. Auf jeden Fall eine derbe Pigmentstörung. Ich fände es ja geil, wenn die Souls-Reihe, Buddy, so ein bisschen Schule macht und mehr Spiele sich trauen, diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, das passiert schon längst, oder? Ja, naja, aber so richtig. Dann hat es immer noch kein Spiel richtig gut geklaut. Hier sehen wir aber schon mal, also erstmal richtig schöne Next-Gen-Optik. Ja, das Ganze kommt für die neuen Konsolen raus oder für die aktuellen mittlerweile schon. Und was man hier halt auch sieht, im Gegensatz zu Spielen wie zum Beispiel God of War oder so, kämpft man hier nicht auch wieder gegen 20 Monster gleichzeitig, die aber im Prinzip alle Kanonenfutter sind, sondern hier ist es eben auch ähnlich wie bei Dark Souls, dass jeder Gegner mehr oder weniger auch ein Hindernis darstellen soll. Zumindest ist es das, was die Entwickler über das Spiel sagen. Was dann jetzt wirklich mit Rücksetzpunkten und Seelen verlieren und so ein Kram, das sind ja auch alles noch Sachen, die das Spiel zusätzlich erschweren. Wie viel hast du denn? 18? Och. Aber ob das dann wirklich auch spielerisch die Perfektion erreicht von Dark Souls, das muss man mal abwarten. Aber es gefällt mir schon sehr gut, was man hier sieht. Es soll auch so, haben die Entwickler gesagt, Zelda-Elemente haben, also muss man wahrscheinlich irgendwie Rätsel lösen, oder? Ja, Kisten schieben und vielleicht mal eine Fackel anzünden, dann öffnet sich irgendwo eine Tür. Also ich meine, den großen Charme, den Dark Souls ja letztendlich ausgemacht hat, war ja tatsächlich, dass man wirklich null Peil hatte, wo man eigentlich ist beim ersten Mal, ne? Also das erste Mal durchspielen ist können ja echt. Können wir mal den Booty gerade zeigen? Lass mich in Ruhe. Nicht den Bildschirm, sondern ihn wirklich. Zeig mal den Buddy, der sitzt da. Kennt ihr die South Park-Folge von World of Warcraft? Sitzt wirklich da wie der Typ, der da World of Warcraft zockt. Der muss sich auch konzentrieren. Soll ich dir helfen bei den 20? Nein. Hm? Nein, aber ihr könnt mal ganz kurz draufgehen. Nee! Doch nicht.
Das ist so cool. Ah! Ich kann nicht so den Abend. Das kann, geht nicht. Ich kann da gar nicht hingucken. Das ist so skilllos. Naja, also das war Lords of Fallen. Das sollte man sich ja schon mal auf jeden Fall vormerken. Das sieht wirklich ganz nett aus und könnte ein richtig gutes Spiel für die neuen Konsolen sein. Und da gibt es ja noch nicht so viele. Nee. Also Spiele. Nicht nur nicht gute, sondern einfach auch gar keine. Hat der Satz Sinn gegeben, Malte? Ist auch egal. Niemand zoomt so schön wie du, Malte. Niemand zoomt so schön wie du. So, ich werd das noch kriegen, Eddie. Werde ich deinen Scheiß 20 noch kriegen. Natürlich. Du schaffst das, Pudi. Jetzt gucken wir ganz kurz noch einmal schnell bei Twitter rein, was so die Leute schreiben. Sind wir da eigentlich schon, haben wir es mit dem Trending schon wieder geschafft? Weiß man nicht, ne? Ist doch auch scheißegal. Ist auch egal. Ja, oh, ganz stolz, der Dennis, unser Redakteur, hebt den Daumen. Wir haben es geschafft. Trending Platz 1 in Twitter. Das ist nicht so cool wie deine 20 bei Maverick Bird, ne? Eben! So. Aber ich habe auch schon Leute 22 Punkte geschickt. Das heißt, ich mache jetzt kurz 24. Du bist so schlecht. Okay, dann kommen wir ganz kurz zur Gewinnspielauflösung von letzter Woche. Und das leite ich über mit einem Bild, das jetzt gerade frisch reinkommen ist von Jefferson. Der hat gerade nicht gewonnen, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Bild. Resident Evil He-Man Edition. Ey, wollt vielleicht kurz mal auf meinem Bildschirm... Nein. Alter, 19, du bist so ein... Warum egal. Halt ich nicht die Schnauze? Machen wir gleich, Eddie, ne? Wir kommen jetzt erstmal zu etwas ganz anderem und da musst du auch aufpassen, weil wir haben sie zwar schon gesehen, aber die sind wirklich brillant. So viel kann man wirklich schon mal sagen und zwar kommen wir jetzt zu drei Einsendungen, die alle einen kleinen Preis bekommen haben. Genau, dazu muss man vielleicht für alle erklären, die letzte Woche nicht zugesehen haben. Du hast einen prominenten Gast dabei. Der sehr, sehr prominent war. Ja, He-Man war am Start. Ja gut, prominent kann man jetzt drüber streiten. Also heutzutage, stimmt, heutzutage kennen sie alle. Ins Promi Big Brother Haus würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Obwohl, da haben schon echt einige, also... Ja, aber die sind auch prominent. Ich sag ja nur, He-Man, wer kennt heutzutage noch He-Man? Wo ist der eigentlich? Was macht der heutzutage? Man weiß es nicht. Er war auf jeden Fall hier bei Hard Reset, weil wir hier nur die fettesten Stars überhaupt bei uns an den Tisch setzen. Exakt. Ja. He-Man live vor Ort und da haben wir uns überlegt, machen wir wieder ein lustiges Spielchen. He-Man hat sich in den Greenscreen gestellt. Ja. Können wir eigentlich den Greenscreen gerade zeigen? Nee, ne? Aber der ist green. Ja, können wir mal machen. Guck mal, damit die Leute auch mal so ein bisschen... Aber da muss der Malte sich bewegen, unser Kameramann. Ich weiß nicht, ob er das mag. Weiß ich nicht. So, da ist der Greenscreen. Ja. Der so ist grün. Sieht er aus. Ganz geil grün. Eigentlich. Ja. Kostet ungefähr 10.000 Euro. Kommt aufs Grün an, aber ja. In der Variante 10.000 plus minus ein paar Nullen. So. Ja. Und da haben wir uns überlegt, danke Malte, hast du super. Richtig geil gemacht. Keiner dreht die Kamera so schön wie du. Wirklich. Und da haben wir uns überlegt, He-Man, stell dich doch mal rein, mach mal ein paar Posen und dann könnt ihr mit euren geilen Photoshop After Effects crazy Programmen und was es da alles so gibt heutzutage, ne? Könnt ihr richtig crazy gehen und tolle Effekte machen und da sind Sachen bei rumgekommen, Buddy. Ja, drei Stück, also es sind sehr viele gekommen und vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir mussten jetzt drei raussuchen und wir fangen einfach mal an mit einem Comic, mit einem echten Comic, der gezeichnet wurde, großartig. Ich habe den auch hier ausgedruckt, so sieht der in ausgedruckter Form aus. Aber wir springen vielleicht doch in die digitale Fassung. Und zwar ist das Ganze von Nina P. eingesendet worden. An der Stelle nochmal, Nina, vielen, vielen Dank. Krasse Skills, He-Man and the Master of the Universe oder so ähnlich. Und da ist er schon, ne? Hier, der Boomhoff. Ne, der He-Man. He-Man, hallo. He-Man. So. Hier so richtig mit Text, ne? Das werden wir auch noch, müssen wir die Linie auch fragen, irgendwie anbieten im Internet. Oder wir können mal gucken, ob wir das irgendwie zum Download anbieten. Übrigens, hier fällt dir auf, dass unsere Schwimmschraube, sag ich schon, unsere Flugschraube, dass die so ein bisschen aussieht wie der Helm vom Master Chief an der Seite. Exakt. Ja. Ist das geplant gewesen oder ist Man das Zufall? Man weiß es nicht. Eventuell. Easter Egg, sowas in Art. Aber ist egal. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Die Hübschen kommen auch drin vor. Hier, guck mal, ne? Und dann wurden sie entführt. Da sind sie. Guck mal hier, so krass, die Hübschen, Alter. Ja, die Hübschen, ja. Hier, und was macht Skeletor da mit ihm? Was passiert denn da? Ist das vielleicht doch Lo-Fi-Dick-Fight? Ey, ja, könnte sein. Das Volk hat aber verloren. Small Dick versus Big Dick auf jeden Fall. Ja. So, ne? Da war er jetzt doch noch. Ich habe irgendwas hart lachen hören. Vielleicht ist der Schröcker drüben. Und Skeletor macht gerade was mit ihm. Was, der Schröcker? Der ist doch nie hier. Das ist, das ist ein Insider. Okay. So. Ja, da, Skeletien, weißt du? Da, das bist nämlich du, weißt du? Stehst du? Weil du der Böse bist. Sie hat das erkannt. Da steht übrigens Skill-Etienne.
Das muss ein Schreibfehler sein. Hey, da Skeletor. Oh, liebes Raumschiff. Weißt du, was ich dazu sage? 20. Das war so klar. 20. Ja, danke schön, Nina. Wunderbar. Gerne auch nochmal weitermachen. Da würden wir uns sehr freuen. Du kriegst von uns auf jeden Fall ein nettes Goodie, wie zum Beispiel diesen Beanie. Ich ein nettes Goodie? Goodie. Ach, Goodie. Goodie. Vielleicht hättest du lieber ein nettes Goodie. Möglich. Machbar. Ja? Theoretisch. Nein, stimmt nicht. So, machen wir jetzt weiter, und zwar mit einem anderen wunderbaren Video. Wirklich ein großartiges Video. Hier, kannst du doch mal. Ich dachte, es kommt vom Raumschiff. Ja, aber wir müssen doch sagen, von wem? Ja, jetzt kommt nämlich die Einsendung von Robin Schreiber. Mhm. Auch genannt Robin Schreiber. Und er hat folgendes Video geschickt. Bitteschön, das ist der Hammer. Es ist so tragic, echt. Könnte man auch in Cannes zeigen, zum Beispiel, diesen Film. Kann man. Ja, super, Robin. Echt, danke schön dafür. Sehr tolle Einsendung. Aber ich muss sagen, es gab noch eine geilere. Ja, muss man auch echt sagen. Ja. Robin, das war schon richtig gut, aber es gab eine noch bessere. Natürlich hast auch du gewonnen, Robin. Du kriegst auch von uns geilen Merch. Und aber jetzt kommt der Gewinner. Ja. Der aber genau das gleiche kriegt wie alle anderen. Und zwar ist das Andreas Riesener und der hat richtig ins Zeug gelegt. Bitte schön. Ja, Hammer. In a world where the internet doesn't exist, an ancient evil controls the world. The dark gets even darker. Some are doomed. But then... There's only one man to save the world. They can attack him. Hallo, ich bin der Edelstein. But they can never break him. Based on a true story. Ich habe einen Megadrive, das ist kaputt. Good versus evil. Ich hätte jetzt gerne meinen Megadrive. Romantic. Also ich bin eigentlich eher mit mir selbst im Team. Action-packed and inspirational. Hört euch auf, meine Mutter. Coming soon in Super Real 3D. Ganz im Ernst, ganz großes Kino. Hammer Trailer, oder? Ja. Du hast wie... Ey, man muss ja auch mal ehrlich sein. Ich kotze so fett ab mit deinen scheiß 20. So. Den muss ich noch kriegen. Dankeschön so oder so für dieses wunderbare Video. Besser, Andi, das war der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Echt mit, cool. Mit dem Sega-Nerd, mit dem Halo-Stein, mit ganz vielen wunderbaren Referenzen. Da danken wir dir und verneigen uns vor dir im Raumschiff aus dem All. Skeletchen ist eigentlich ein Skelet. Ne, wie? Skeletchen. 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 Skelett nennt. Das lässt ihn nicht mehr los, ne? Das ist ja, ich habe überlegt, ob es ein cooler DJ-Name für mich wäre, aber da müsste ich ja DJ werden. Das ist der einzige Grund, warum manche DJ werden, ist, damit sie einen DJ nennen. Ich meine, Rod Bolt. Ja, kannst du auch Maverick nennen. Maverick. Die gibt es bestimmt noch nicht, DJ Maverick. Auf gar keinen Fall. Maverick, DJ 20?
DJ Maverick 20. Nicht so schlecht, ne? Nicht echt so ganz schlecht. Cool. Ja, liebe Leute, es wird ja auch ganz zum Schluss dieser Folge wird ein neues Gewinnspiel geben, wo ihr auch wieder eifrig mitmachen könnt. So oder so, vielen Dank für diese geilen Einsendungen. Es ist echt schön zu sehen. Nee, wir machen wieder was super kreative, so dass auch wieder nur die Leute gewinnen können, die mit After Effects umgehen können. Ja, so machen wir. Weil so sind wir einfach fair. So, jetzt machen wir erstmal Werbung. Ja. Dann können wir alle uns ein bisschen wieder runterkochen. Budi hat 100 Sekunden Zeit, auf 20 zu kommen. Und dann sind wir gleich zurück. Bis gleich. Tschüss.